So. Ich habe hier mal eben das Eisen abgebaut unterm Spawn. Das sollte für den Anfang reichen. Olli, komm mal schnell. Ich brauche mein Eisenschwert. Weil ich cool bin. Gib mir mein Eisenschwert, Olli, wo bist du? Ich suche gerade den Weg nach oben. Lauf die ganze Zeit im Kreis. Ah, du hast den Ausgang zugemacht, oder was? Ja, du hast hinter dir eine Wand gemacht. Kein Wunder, dass ich dich nicht finde. Gib mir mein Eisenschwert. Hier. Geh mal in die Richtung und dann rechts rum. Ich verarsche dich gerade voll, ne? Nick, wie lange skypst du schon mit Olli? Wie lange bist du schon befreundet mit Olli? Keine Ahnung. Olli, Achtung, da ist ein Spawner. Nicht die Kisten nehmen, das sind meine. Kisten. Befreundet. Oh. Junge. Ich guck nur. So. Ich gehe jetzt mit aggressivem Schwung da rein, Alter. Und ich brauche was zu mampfen. Ein Skelett. Zwei Skeletts. Skelett! Scheiß Skelett. Ah, die schießen sich jetzt gegenseitig ab. Ups. Was ist das für ein Spawner? Ja, Skelett. Yay, erste Eisenwerkzeuge. Ja, Skelett. Scheiße, ich bin tot. Noch nicht, noch nicht. Nee, ich hab noch ein Leben. Geh da mal rein. Ja, zwei folgen dir. Und ich bin tot. Ja, sie haben mich ignoriert und ich habe sie nicht schnell genug erwischt. Sammle mal immer meine Sachen ein. Dann vermischt sich das. Ich warte lieber. Kann ich dir eine Kiste hier hinstellen? Ich baue mal eine Kiste. Gott, ist das behindert, ey. Ich komme. Meine Mine ist ganz schön geil, ne? Der Mutter ist geil, Nick. Hahaha. Ha, ha. Das war irgendwie jetzt voll nicht lustig. Oliver fand es witzig. Gut. Sind das meine Sachen? Ich hab sie aufgehoben und pack sie in deine Kiste. Oder ich schmeiß die. Nein, das sind meine Sachen. Finger weg. Oh, scheiße. So, deine Sachen tue ich jetzt gerade hier in die Kiste von dir. So, dann vermischt sich das nicht so schnell. Oh Gott. Ich brauch Deo. Das stresst sich hier. Wir müssen auch noch auf Sylt und ich skype einfach mit euch. Ja, du bist ja auch doof. Ich bin doof. Das ist doch eh.
Oh mein Gott. Olli, was machst du so? Nix. Mit uns skypen. Mann, mein erster Dungeon, den ich hier auf dem Server gefunden habe. Und eine Schlucht. Oh, dann guck ich mal, wo du hier lang geisterst. Dungeon, okay. Was ist denn hier drin? Was ist denn hier drin? Nichts mehr. Nimm mich mit. Hier ist auch nichts mehr. Schlucht wo? Den anderen Gang da hinten lang. Schon den ganzen Moorstein mit. Oh, mein Vater muss immer telefonieren, das ist schlimm. Dein Vater ist ja auch Kaufmann, ne? Kaufmann, sag ich schon. Nein, Vertreter. Mann, ey. Fährst du mit einmal mit nach Sylt, ne? Der muss ungefähr die ganze Fahrt telefonieren. Ist nicht schön. Oliver kennt das bestimmt, ne? Total. Wovon? So, gut. Der gekommt. Hier. Oliver, hast du einen Laptop? Nee, ne? Doch. Der Server läuft auf dem Laptop, weil der mehr Arbeitsspeicher hat als mein anderer Rechner. Nee, wie viel Arbeitsspeicher hat denn der? 4 GB und 1 GB Grafikkarte. Wow. Für einen Laptop ist das ganz schön ordentlich. Ja, und der ist 2 Jahre alt. Ja. PC hat 6 GB Arbeitsspeicher. Hart, ne? Mittlerweile recht durchschnittlich. Nee. Wo hast du deinen PC eigentlich her? Für 300 Euro? So ein PC? Nein, 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 das ist nicht der Laptop. Und das war vor... Mein was kostet denn so ein Laptop eigentlich? 2 bis 4 Mal so viel wie ein vergleichbarer großer Rechner. Aber dafür verbraucht der Laptop weniger Strom und es ist sehr schön, wenn man auf seiner Couch liegt mit einem Laptop auf dem Schoß. Das ist immer sehr angenehm. Das hast ist du eine Couch? Ja, 2, 3. 4, 5. Cool, das stimmt eigentlich auch. Und man kann sich dafür auch ein Tablet-PC kaufen, ne? Ja, natürlich. Man könnte seinen PC fernsteuern mit einem Tablet. Das ist eigentlich die clevere Alternative. Oder man hat ein Tablet. Ja. Nur ist auf einem Tablet meist die Auflösung wesentlich kleiner, oder? Was hat der iPad für eine Auflösung mittlerweile? 1420, also auch schon mittlerweile Full HD, ja. Okay. Ja, was sagst du nochmal? Ja, na, wenn du so ein Windows-Tablet kaufst, das nicht mit der iDevice läuft, dann hast du natürlich ein bisschen bessere Vorteile, weil du dann noch den Flash-Player hast und sowas. Ja, der Flash-Player ist relativ wichtig. Wobei mittlerweile HTML5 wird das gut unterstützt von den Browsern auf dem Apple? Was? Ich weiß das nicht. Ich kenne keine Apple-Hardware. HTML5, kannst du da gut was mitmachen? Ja, eigentlich schon, aber einige gehen halt nicht, ne? Einige Sachen gehen nicht. Ich bin überhaupt kein Apple-Fan. Ich auch eigentlich nicht, aber ich kann mich damit halt ein bisschen besser aus. Ich mache das halt alles eher allein. Ich kann mir das auch alles selber einrichten. Ich muss mir das nicht alles erklären lassen. Wassereimer und ab auf Lava-Level. Aber es gibt ja auch jetzt Tablet-PCs, 4 GB Arbeitsspeicher, haben auch einen Prozessor. Da kannst du Minecraft drauf spielen, auf so einem Touch-PC. Das muss eigentlich ganz schön schocken. Yep.